away from that, having just returned from such a serious neck injury. And best driver, Ayrton Senna, the three-time world champion, was killed today in a Formula One race in Imola. Wir fahren im Kreis, wir wollen das Schnellste sein und wir wollen letztendlich oben stehen. Um das Limit zu finden, muss man da auch mal drüber gehen. Monster Funkel. Im Stallduell mit dem Amerikaner Phil Hill, und das ist ein Unfall von Senna. Es geht immer ums Gleiche. Möglichst spät bremsen, einlenken, Scheitelpunkt treffen, möglichst früh aufs Gas gehen, schnell aus der Kurve raus. Mein Name ist Luki Drefz, bin 17 Jahre alt, komme aus Wüstenrot, bin in Öhringen geboren. Ich fahre momentan im Mannfilter-Team HTP. Mein ganz großes Ziel sind die 24 Stunden von Nürburgring zu gewinnen, weil das ist das allerwichtigste Rennen für alle Marken. Lukas Sandro Drefz im Mercedes trifft hier Mats Siljauk im KTM Crossbow. Der wiederum schiebt den Audi von Nico Rindlisbacher ein Stück raus. Drefz macht einen Platz gut und Siljauk ist nun Vierter. Ich persönlich sehe mich schon im Limit, auch in der Serie vom Material, auch vom Auto her. Der schmalen Grad zwischen Crash und Durchfahren ist natürlich sehr gering. Das Niveau zwischen uns Fahrern ist schon zu hoch, dass wenn wir mal nicht so richtig ins Limit gehen, dass wir eigentlich die Chance auf die Pole Position schon fast verpasst haben. Man hat so einen Siegeswillen, dass man eigentlich gar nicht an die Angst oder an die Gefahr denkt. Ich gehe mal ins Limit und hatte auch noch nie Todesangst oder ähnliches. Die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch hat bei einem schweren Unfall in der Formel 3 eine Fraktur an der Wirbelsäule erlitten. Die 17-Jährige war beim Großen Preis von Macau mit hoher Geschwindigkeit in einen Fangzaun gerast. Das war natürlich sehr heftig, ging sehr schnell. Ich musste mir ehrlich gesagt dreimal angucken, um genau zu realisieren, was passiert ist. Sowas, was da passiert ist, ist natürlich schrecklich. Deswegen, ich bin auch froh, dass es ihr gut geht. Aber daran sieht man natürlich auch, dass unser Motorsport immer noch gefährlich ist. Aber das Schöne daran ist, sie war danach schon verletzt, aber sie sitzt jetzt bereits wieder im Auto und kann wieder rennfahren. Es gab mal so eine kleine Massenkarambolage am Start, wo ich auch natürlich aufgebockt bin und mich eigentlich, kann man sagen, fast überschlagen hätte. Aber an Angst währenddessen oder Todesangst hatte ich da, wie gesagt, nicht. Auch um Platz 2 ein harter Fight. Drefz muss sich erst Fack und anschließend auch noch Martin Dail geschlagen geben. Fack damit erster Verfolger auf die Spitze. Klar, es kann viel passieren. Wir haben dieses Jahr auch in der Formel 2 einen Todesfall gesehen. Klar setzen wir unser Leben aufs Spiel, aber weil wir es da so lieben und eigentlich ohne Sport fast nicht leben können, vergessen wir das eigentlich das Ganze schon fast ein bisschen. Und für mich ist so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, Rennwagen, schöne Autos fahren zu können und mit denen auch ins absolute Limit zu gehen. Ich beschäftige mich neben der Schule eigentlich nur mit Motorsport. Ob es andere Rennen zu gucken sind, ob es andere Autos anzuschauen sind, ob es selbst Auto zu fahren auch oder natürlich mich auch im Simulator daran vorzubereiten. Alles, was ich in meiner Freizeit tue, hat was mit Motorsport zu tun. Und mir gefallen die Tourenwagenrennen auch viel mehr, auch um selbst anzuschauen, weil wir uns auch mal gern berühren. Wir haben den Kontaktsport mehr, wir haben die Spannung mehr. Und im Formelsport, wenn die sich einmal berühren, fallen ja nicht schon direkt aus. Leben ohne Motorsport ist für mich eigentlich schon fast sinnlos, weil ich mich mit anderen Dingen nicht so begeistern kann. Motorradrennsport ist um einiges gefährlicher. Es passieren auch immer wieder Todesunfälle, weil die Motorräder nicht über 300 km/h schon schnell sind. Und weil die natürlich keine Gurte, kein Handsystem, die haben eigentlich kein Cockpit, die haben so wenig Sicherheit, was wir Autofahrer haben die nicht.
Und das sind so Gefahren, die man eigentlich niemals wegmachen kann oder beseitigen kann, weil es immer wieder passieren wird im Motorrad. Ich bin der Meier Erik, ich bin 14 Jahre alt. Ich fahre jetzt momentan die KTM 250er SXF und Rennen fahre ich eigentlich die SBS, die Südbahn-Serie und Ennecker Cup, ÖM, also Oberösterreichische Meisterschaft. Vor dem Rennen bin ich eigentlich schon immer relativ nervös, da möchte ich dann aber auch normalerweise losrennen. Meine Mom kann sich das irgendwie nicht anschauen, weil ich jetzt eigentlich eher Angst davor, dass sie mich dann schmeißt und dass sie mich dann verletzt. Protektoren sind schon eigentlich relativ wichtig, da fühlt man sich sehr sicher damit. Ein gescheiter Helm ist wichtig, Brustpanzer, ein Rückenprotektor, Ellbogenschützer. Wirkliche Brüche habe ich noch nicht gehabt, da bin ich auch glücklich drüber. Aber einmal habe ich eine Gehirnerschütterung gehabt, wo ich dann das ganze Rennen vergessen habe und nichts mehr gewusst habe. Die Gefahren schalten eigentlich relativ gut aus. Die sind jetzt eigentlich nicht so wirklich wichtig, weil passieren kann immer was. Ist egal bei welchem Sport. Ich bin der Laurenz Hörr, ich bin 22 Jahre. Ich betreibe seit 17 Jahren Motorsport, also seit meinem 5. Lebensjahr. Aktuell fahre ich ein LMP3-Auto. Dieses Jahr im Michelin Le Mans Cup, nächstes Jahr in der European Le Mans Series. Mein Vater hat mich dann mit 5 genau hier auf dieser Kartbahn mal in Kart gesessen und musste ihn dann leider dazu zwingen, das zu kaufen. Und heute will ich einfach irgendwie der Schnellste sein auf der Strecke und immer weiterkommen und immer weiter und immer weiter. Also ich kann einfach nicht mehr aufhören, schneller zu fahren. Ich will die 24 Stunden von Le Mans gewinnen und die Langstreckenweltmeisterschaft in der größten Klasse. Ob das jetzt LMP1 ist, Le Mans Hypercar oder was auch immer das bis dahin gibt, ist mir eigentlich Wurst. Du denkst nur ans Fahren, nur an das, was du beim Fahren machst, nur an die Taktik, nur ans Überholen. Du denkst halt an nichts anderes. Schrecklich. Also es ist tatsächlich, das sind schreckliche Momente. Du stehst am Rand, du hast keinen Einfluss, die Nervosität steigt, wenn dann Dinge passieren, Unfälle passieren, auch jetzt beim letzten Rennen hat man leider auch so eine Situation, die dann bei mir explodiert. Oh, hat man so ein bisschen mulmige Gefühle, die muss man halt irgendwie nach hinten kehren, die sind eigentlich erst stärker und schlimmer geworden, als er in der Autorennsport umgestiegen ist. Da hat es auch was mit Angst zu tun letztendlich, ja klar, es ist... Ein Sport, den er macht, der immer auch gefährlich sein kann. Es passieren auch immer tödliche Unfälle. Aber ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen, man muss es ein bisschen wegblenden. Es ist zwar schwer, ich bin auch immer sehr aufgeregt, bin aber auch letztendlich mittlerweile dankbar, wenn ich nicht dabei sein muss. Man hat Respekt vor der Sache. Wir fahren halt mit 300 um die Kurve oder sowas. Wir haben keine Zeit, um zu warten. Sondern wir müssen, wenn das passiert, sofort die Entscheidung getroffen haben. Hin und wieder passiert mir das schon auch, dass ich mal einen Unfall habe. Ich hatte jetzt die letzten 2 Jahre nur einen Unfall, jetzt den letzten, beim letzten Rennen dieses Jahr in Portimao. Aber ansonsten halte ich das in Grenzen. Ja, wenn du merkst halt, umso mehr Kilometer du hast, umso mehr kriegst du ein Gespür dafür, wann diese Grenze denn beginnt oder wann du die übertrittst. Das muss nicht immer in einem Unfall resultieren, sondern dann musst du halt mal ein bisschen über die Strecke rausfahren oder sowas, mal durch die Wiese. Teilweise haben wir auch asphaltierte Auslaufzonen und die nutzt man dann da eher. Colin Noble in the number 2 Nielsen car. The second half of the season started in July in Barcelona. In GT3 was the first Mercedes pole earned by Krypton Motorsport, but heading the field away was the Ligier number 39 of Graf Racing. Alongside the number 3 DKR car,
Tony Wells for Nielsen looking down the inside, but look at the black car of Alexander Tauchinitsa Jr., the AT Racing Machine picking up three places, going from 6th to 3rd. Hier ist ein Beispiel in Barcelona, hat den Fahrer einen schweren Unfall mit Überschlag und auf der Kopf über auf der Leitplanke gelandet. Und also wirklich, wo du sagst, puh. Und trotzdem ist er ausgestiegen und musste zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Aber in letzter Konsequenz war alles wunderbar. Der kam dann einen Tag später wieder auf die Rennstrecke und hat sich gefreut und war gesund. Und das ist dann auch ein schönes Signal. Also ich denke da nicht dran. Also heute ist es nicht mehr so präsent, diese Gefahr, wie das früher war, also in den 70ern oder sowas. Heute sind wir sehr, sehr sicher, sowohl vom Auto her als auch von den Strecken, als auch was die medizinische Versorgung vor Ort angeht. Also wenn dann mal was wirklich passieren sollte, dann sind wir ziemlich gut versorgt vor Ort auch. Also die Ängste um ihn körperlich habe ich nicht mehr. Also das war, das hat sich gelegt. Ich hatte das früher sehr. Wenn man so eine Karte im Hintergrund anguckt, dann weiß man, dass da nichts drumherum ist. Es gibt keine Knautschzone, es gibt kaum Sicherheitsfeatures für den Körper. Und jetzt mit dem LMP, den er jetzt aktuell fährt, fühle ich, also diese Ängste spüre ich da nicht mehr. Ich bin an diesen Sport gewohnt und an die Gefahren, die damit einhergehen. Und deswegen ist es für mich eigentlich relativ normal, mit diesem Sport so umzugehen und auch mit diesen Gefahren so umzugehen. Ich selber muss jetzt sagen, ich würde, glaube ich, selber nicht so weit gehen, den anderen zu gefährden. Man fährt sich schon hin und wieder mal ins Auto, macht ein bisschen Kontakt oder sowas. Aber eher, ja, vielleicht um Grenzen abzustecken oder so. Ich glaube, so richtig in eine Todesgefahr will man den anderen dann auch nicht bringen. Aber wir gehen da natürlich schon sehr weit. Aber das musst du halt auch, wenn wir uns in diesem Grenzbereich bewegen. Eine schwierige Zeit hatten wir 2016 in der Formel Renault zum Beispiel, als einfach das finanziell sehr schwierig war und wir halt auch mal ein Rennen auslassen mussten, weil einfach kein Geld mehr da war. Last call in Barcelona for Lawrence Herr and DKR, their second win in a row after claiming Saturday's victory at Le Mans. Mein Lieblingsmoment war der Moment dieses Jahr, als wir die Meisterschaft gewonnen haben. Obwohl ich jetzt so lange schon diesen Sport betreibe, war das sicherlich so mit mein größter Erfolg und deswegen so auch mit mein Lieblingsmoment. Das war sicherlich ein sehr schöner Moment, weil das, glaube ich, auch so ein erster Abschnitt war in unserem Motorsportleben, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir was geschafft. Ja, dann hat sich das doch alles gelohnt und das Herz ist stolz. Und man merkt, also der Weg war richtig, den er da geht und der Erfolg gibt ihm dann ja auch recht. It was a very good way. But Mike Wash and Wayne Boyd need a little more practice in opening the champagne bottles. Man bekommt da hin und wieder schon auch so in Gesprächen die eine oder andere Andeutung von gewissen Damen, ob das jetzt daran liegt, dass ich ein Rennauto fahre oder ob das daran liegt, dass ich ein 500 PS Auto fahre, keine Ahnung. Es gibt ja auch Frauen, die auf Männer mit AMG stehen. Nee, momentan habe ich keine Freundin.